Ja, liebe Kids, liebe Freunde, kommen wir zu dem, worum es eigentlich geht. Ich sage das jetzt Zauberformel 158, sprich Zauberformel für die drei Klänge auf dem Keyboard oder auf dem Klavier. 158 für Dur, 148 für Moll. So kann man jeden Dreiklang überhaupt, den es gibt, herauskriegen. Erstmal die grundsätzlichen. Ich zeige das jetzt mal. Wir fangen mit C an. 158 die Dur. Wir nehmen die rechte Hand, legen den Daumen auf das C und zählen mit dem Zeigefinger der linken Hand weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Hier legen wir den Mittelfinger hin. 6, 7, 8. Kleinen Finger. Und schon haben wir C-Dur. 1, 5, 8. 1, 5, 8. Und wenn wir jetzt 1, 4, 8, das war ja die 5, nehmen, ist es C-Moll. Klingt immer ein bisschen weicher, das Moll. Moll, Moll, Moll. C-Moll, C-Dur. Das von hier nach hier nennt man die große Terz. Von hier nach hier die kleine Terz brauchen wir aber eben gar nicht. So kriegen wir den Dreiklang Dur, C-Dur, C-Moll, das ist also 1-5-8, 1-4-8, C-Moll. Und so setzt sich das fort in allen Harmonien. Wir müssen nur abzählen. Zu C-Dur passt jetzt Boogie-Harmonie, nennt man das. Es gibt ja auch Tonfamilien. F-Dur. Okay, machen wir zu C-Dur die F-Dur. Daumen auf das F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. F-A-C-E, schon haben wir F-Dur. Würde ich die 1, 4 nehmen, ja, du wärst F-Moll. F-Dur. Und bei G-Dur, Daumen auf das G. G, Gis, A, B, H. Da haben wir den fünften. 6, 7, 8. G-Dur. 1, 4, 8. G-Moll. So, das wären erstmal die drei Harmonien, die wir brauchen: Boogie-Harmonie, Blues-Harmonien, C-Dur. Ich kann das mal so spielen. Jo, 1-5-8 ist Dur, 1-4-8 ist Moll. Gleich geht's weiter.